Hallo? Kannst du bitte aufhören, mich zu angeln? Hallo? Ich bin vergeben. An die Richterfrau, die bestimmt irgendwann kommt. Geil. Das haben wir auch gedacht, als ich sie das allererste Mal gesehen habe. Hallo? Hallöle. Hi. Möchtest du mal kurz einfach mal normal reden, kurz? Okay. Ich könnte dir sogar schon sagen, was ich jetzt gemacht habe am Farming Day, weil ich habe hier eine Doppelkiste und du... Du hast N gedrückt, oder? Ja. Red mal kurz ein bisschen, ich höre dir auch zu und dann drückt er einfach so N, Alter. Oh. Jetzt red. Hast ein bisschen Bock zu bauen, ja? Ich habe ein bisschen gefarmt. Ich möchte erstmal zu dir hochkommen und dann... Hallo Leute! Warte, ich bin heruntergefallen, warte kurz. Kurz, nein, bevor du anmoderierst, darf ich währenddessen noch essen, weil ich habe mir was zu essen gemacht und ich habe jetzt noch nichts gegessen heute. Deswegen. Ja, hier, da. Ich meine Real Life. Achso. Okay, dann lass ich es mir schmecken, ne? Ja. Ich kann mich auch muten, wenn du willst. Ja, alles super. War super. Okay, na dann. Darf ich mir eine Kiste hier aufstellen, nebendran? Danke, ja. Ja. Darf ich jetzt die Anmoderation machen? Ja, klar. Okay. Damit, hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Afterlife mit dem lieben Ghosty. Hallo. Hallo. In der letzten Folge, die habe ich gerade geschnitten. Was habe ich denn da gemacht? Stimmt, da habe ich hier ein bisschen weitergebaut. Und dann habe ich hier ein Schild entdeckt beim Farming Day. Das hat auch Stine gesehen von lieben Aventus. Der meinte, dass da kein Loch sein soll. Da habe ich nur leider keinen Beweis, weil Stine es dann abgebaut hat und es einfach geklaut hat. Oh nein, da ist noch ein Schild. Keine Mitte, sorry, Aventus. Da ist ja noch ein Schild. Oh nein. Villager gerettet, dank mir später, Aventus. Oh nein, was macht denn nur? Da soll doch noch eine Säule hin, das ist doch keine Mitte. Ich behalte das Schild mal, ich weiß noch nicht, wo ich mit der Bäckerei hingehe. Genau, ich habe dann noch Stine kurz gesehen. Ich habe dann hier den Weg ein bisschen noch weiter gemacht. Ich weiß noch nicht, ob ich das in der Folge gemacht habe oder beim Farming Day. In der Folge habe ich nämlich das hier ein bisschen weiter gemacht, habe das dann noch hingebaut gehabt. Und dann habe ich ein sehr, sehr lustiges Gespräch mit dem King of Ender gehabt. Nur leider habe ich das nicht aufgenommen. Ich habe mich dann gefragt, ob er mir vielleicht noch ein paar Pfingstrosen mitgeben kann. Hat er dann gemacht, sehr freundlich. Und die habe ich jetzt aufgeteilt, genauso wie die Eisengitter, dass ich hier die Eisengitter hinsetzen kann und hier die Pfingstrosen hinsetzen kann. Ein bisschen viel gequatscht. Das Problem ist jetzt nur, das Gerichtsgebäude wird rot mit Ziegelsteinen. Die Pfingstrosen sind rosa. Das ist jetzt ein kleines Problemchen, weil das könnte nicht unbedingt einheitlich wirken, weil halt rosa und rot ist zwar cool, aber könnte irgendwie dann nicht so, ich sag mal, streng ausschauen. Deswegen muss ich leider die ganzen Pfingstrosen wegschmeißen und mir, Ich habe ein paar Blumen gefunden. Wie du halt auch noch nach hinten geguckt hast. Hat er mich gesehen? Oh, scheiße, da ist schnell weiter drin. Also genau, deswegen würde ich jetzt wahrscheinlich jetzt rote... Ja? Nein, ja. Deswegen würde ich hier jetzt eine rote Blumen suchen wollen, dass es hier halt auch schon einheitlich wird. Und natürlich noch ein bisschen weiter bauen. Hier entsteht das Gerichtsgebäude und... Ja. Das sind rote Blumen. Aber nicht die, sondern große rote Blumen, weil die sind ein bisschen klein. Ich brauche so groß wie Pfingstrosen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Okay, aber halt in rot. Kann ich ja mal gucken, ob ich was finde, ja. Ja. Genauso wie, dass ich noch ein bisschen Eisen brauche. Für ein paar 80 Trillionen Eimer, weil ich unten ja die Lava-Farm habe. Ja. Und für weitere Eisengitter, weil ich glaube nicht, dass die reichen, die ich jetzt hier in die Kiste geschmissen habe. Und genau, stimmt, das ist ja auch noch, das habe ich nämlich nicht abgebaut. Villager gerettet, dank mir später, Aventus. Weil hier unten sind meine Schafe drin. Und wie gesagt, da hat der liebe Aventus einen Villager reingepackt. Oh, was steht denn da? Geistis, geile, wertvolle und wundervoll prächtige Kiste. Oh, erstmal alles geklaut von mir. Ich verstehe. Ja. Und ich bräuchte noch ein bisschen sehr viel Andesite. Weil Granit brauche ich, das ist dann zwischen Fenster und Säule. Granit brauche ich, nein, nicht Granit, sondern Andesite, genau, brauche ich für den Keller, der dann hier hin soll. Dann brauche ich noch einen sehr dunklen Stein, einen sehr, sehr schwarzen Stein. Ich weiß nicht, ob das Tiefenschiefer ist, wie das hier im Bild ist. Und mal ganz kurz, ich kann noch hier runter gucken. Und hier hat mich auch die liebe Stine besucht. Nur das habe ich wahrscheinlich nicht aufgenommen. Genau, Diamantengeschäft, glaube ich, habe ich auch gemacht. Das habe ich aber auch nicht aufgenommen gehabt. Eigentlich schade, dass ich nicht so viel aufgenommen habe. Und jetzt muss ich wohl ein bisschen Diorit farmen. Oder ich fange halt erst mit dem glatten Stein. Nein, mit dem polierten Ende seit kann ich erstmal anfangen, weil das so oder so den Rand darstellen soll. Oh. Weil wenn jetzt hinter mir ein Creeper kommt und einen Puff macht, dann bin ich echt am Arsch. Aber okay. Das heißt, ich fange jetzt erstmal an, hier ein bisschen ranzumachen. Richtig witzig, oder? Dachte ich mir auch, Alter. Also wirklich, das ist... Ja, wirklich, zum Wegschmeißen, also, ja. Hallo. Ja. Hallo. Guck mal, ich bringe Gast mit. Hab ich Essen? Ja, natürlich. Essen, ja. Ja, natürlich. hier für dich. Oh, danke dir. Bitteschön. Brauchst du auch? Nee, alles gut. Okay.
Ja, lass es dir schmecken. Danke. Ja, kein Problem. Achso, ich meinte eigentlich King of Ender, aber du natürlich auch. Ach so. Ja, danke. Ja, kein Problem. Also hier Richter, ich glaube, demnächst gibt es ein paar Gerichtsverfahren. Oh ja, ich will hoffen, ey, sonst habe ich keinen Job. Ich habe eine Frage an euch. Schließt ihr euch mir an im Kampf gegen das Hörnergesetz? Das Hörnergesetz? Was ist denn das Hörnergesetz? Habe ich noch nie von gehört. Ja, Hörner sind so weit verboten, dass man nur noch einmal morgens nach dem Aufstehen drücken darf. Nur einmal. Mhm. Und ansonsten wird man direkt wie ein Schwerverbrecher behandelt. Das klingt nach einem guten Gesetz eigentlich. Da weiß ich nicht, ob ich da hier mitmachen darf, weil ich halt der Richter bin, ne? Ein Pferd getötet. Nein, nicht ja, Ferdinand. Das ist echt scheiße so. Ja, das wurde echt getötet. Von wem? Von diesem The Strange Yoshi. Und diesem Zeitungsredakteur, ja? Ja, richtig. War das absichtlicher Mord oder nicht? Das war ein absichtlicher Mord, natürlich. Der hat mich verfolgt, der hat mich mit seinem Pferd verfolgt, dann wurde er mein Pferd abgeklappt und danach ich. Okay, wir müssen, glaube ich, Hand an diesen Yoshi anlegen, habe ich gehört. Ja, früher oder später. Aber zuerst müssen wir... Früher oder später. Liste abgecheckt. Ja, wie gesagt, ich möchte erstmal dieses Hörnergesetz entfernen und dann haben wir uns ganz, ganz entspannt im Hintergrund. Und dann irgendwann... Dann jagen dann wir... Dann stechen wir jetzt und klatschen alle weg. Ist sehr schön, dass der Richter gerade zuhört. Ich habe nichts gehört. Was? Der ist auf meiner Seite tatsächlich. Echt? Ja, der ist der Mario. Okay. Aber wenn er auf deiner Seite ist und du auf meiner Seite, dann sind wir auf einer Seite. Nein, sind wir nicht. Eventuell ja, aber ich glaube, der weiß nicht genau, was für ein Beruf ich habe. Ich habe mich versteckt, ja, keiner weiß, wo ich bin. Er weiß nicht, dass ich... Ich weiß nicht, nein, ich bin nicht, dass ich Kammerjäger bin. Er ist Kammerjäger. Oh nein. Okay, dann macht es keinen Sinn, sich zu verstecken, ich verstehe. Hallo, ich war die ganze Zeit da, aber Ach was, echt? Ja. Woher kommst du? Ich war nicht hier. Hallo, ist es immer noch? Oh, Zombie, hallo. Schnell ablenken. Ja, natürlich. Zombie, ich hab die Katze geschlagen. Du hast mir die Katze geschlagen. Oh, tut mir leid. Schön, dass du mir sagst, dass es die falschen Blumen sind, bevor ich die ins Deck gebracht hab. Nachdem ich die ins Deck gebracht hab. Ja, das ist mir auch erst heute aufgefallen. Oder im Schnitt tatsächlich. Also von daher, dass ich meine Angel gekrallt? Nee, ich hab eine neue gebaut. Ach so. Von meinen Faden? Aber ja, das ist richtig. Ich muss ja meine Katze wieder füttern, weil sie geschlagen ist. Das war keine Absicht. Das war King of Ender, der Blumen. Schau mal, wenn ich bekomme, den schenke ich dir. Ja, ich hab nicht mal ein Schwert. Ach, der heilige Puffy, danke. Kann er mal Ruhe geben da oben? Es ist laut. Es ist die Medex-Ruhe hier. Oh, hallo. Der sitzt da so ganz entspannt. Finde ich gut. Ich würde dir gerne meine Kammerjägerei weiterbauen, aber... Aber? Ich glaube, die Ressourcen dazu nicht. Oh, ups. Ich hab nicht gesehen, dass sie maskiert waren. Ja, oh, okay. Passiert. Hab ich nicht gesehen. Alles gut. Ja. Ja. Es ist so schlimm. Ja. Es ist so gut. Ja, das stimmt. Das ja übernimmt die Welt, ne? Ja, ich hoffe es. Ja. Oh, Glaubst du, das ist richtig? Mit Sicherheit, ja. Okay. Okay. Schaffe ich den Sprung hier rüber? Ah ja, hier schaffe ich ihn. Ja. Boacho! Oh, selber Gedanke. Finde ich gut. Und jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Ja, ich will hoch! Nein! Ja! Oh, der Richter wird gehauen. Anzeige! Yoshi! Na gut, dann halt nicht. Mache ich halt hier so weiter. Imagine, Yoshi wärst du da gewesen. Ja, mit direkt drauf. Schlagzeile! Aber guck mal, das kommt jetzt doch da unten gar nicht richtig an. Ja, weil das muss weg. Habt ihr schon euren Namen reingeworfen? Beim Wichteln da hinten? Nee, ich hatte einfach kein Level dazu, aber ja, habe ich. Achso, ja, dann könntest du es machen. Geist da hinten, da siehst du so einen roten Pfeil, oder gehst du hin, schreibst deinen Namen rein, schmeißt es rein, fertig. Ja, aber das bringt mir ja nichts, wenn ich kein Geschenk habe für andere. Das ist egal. Ich glaube, mach einfach irgendwas. Eine Karotte. Naja, sollen sie sich beschenken. Ich schenke ihm so einen Fisch, ja. Das ist geil. Das ist geil, ja. Das ist das beste Geschenk wirklich. Ja. Ja, guck. Am besten noch wunderbar mit vielen Kräten. Mit sehr viel Seegras. Einmal bitte reinbeißen, voller Luft. So einen rohen Lachs. Lecker. Ist das hier ein gutes Geschenk? Ja. Finde ich gut, dankeschön. Ja, nicht an dich, mein Freund, eigentlich ans Richter. Ja, das wollte ich jetzt meinen Richterkollegen dann geben. Ja, dann behalt's. Jetzt hat's King of Ender jetzt gerade uns geklaut.
Seine Ärger schön ganz ein Wichtel. Ja. Ja, komm, hier. Oh, danke. Nein, gib ich. Ja, danke. Der war zu der Klon und neun. Seit wann bekommt man von diesen Salmons eigentlich so ein Knochenmehl? Hey, das war meins. Bitte gib's mir zurück. Guck mal, jetzt hast du hier ein paar Blumen und ein paar Gräser. Die gehören ja nicht mir, die gehören ja dem Typen hier, der hier wohnt. Hallo. Nee, jetzt gehören sie dir. Ich brauche sogar wirklich mein Baumhaus dahin, ey. Oh, und ich muss höher machen. Oh nein. Tommy, macht sich mehr Sinn, den Andesite auf den Block hinzusetzen, damit man hier wieder verbinden kann? Nö. Erst mal eine halbe Stunde überlegen. Ich würde halt hier nochmal so eine Treppe entlang ziehen, deswegen. Hallo? Könntest du bitte auf mich zu angeln? Ich bin vergeben. An die Richterfrau, die bestimmt irgendwann kommt. Geil. Das haben wir auch gedacht, weil ich sie das alle erstmal gesehen habe. Oh nein, jetzt habe ich die Angel in meinem Gesicht. Aber ich kann trotzdem weiterbauen, ich sehe halt nur nichts. Alter, Hilfe. Boah, aua. Boah, Junge. Hallo. Der hat echt weit gezogen, einfach. Boah. Ja, sieht doch gut aus. Warte, darf ich nochmal fragen, was genau kommt jetzt hier rein? Hier kommen ist Beet, da kommt die Beet hin. Das fällt dann auf der anderen Seite, das ist genau das gleiche? Ja. Ja, das ist aber also, das Beet ist dann mitten im Haus? Nein. Das ist aber sehr groß. Das ist erst ein Fenster, ja. Darf ich unter der Treppe einziehen? Da wohne ich schon. Aua. Wie gesagt, du darfst bei mir einziehen, im Keller. Okay. Im Keller hört sich aber nicht so prickeln. Hallo. Ich baue dich wieder ab. Ich bin Kammerjäger, da ist es nur schön. Da sind auch nur Ratten. Richtig, boah! Ist der Keller. Aua. Alter. Also wenn ich jetzt deswegen draufgehe, gewinne. Ich habe vier Herzen verloren. Oh, vier Herzen sogar. Ja, ich hab nicht so viel cool, nochmal. Ja! Und ich gehe noch höher. Aber wenn du mir ein Wasser einmal gibst, dann ist es okay, dann darfst du es wirklich machen. Aber mach sonst ist es ganz ehrlich. Ja. Woher haben sie denn eigentlich so viel Diorit? Habe ich alles erfahren. Obwohl tatsächlich, jetzt habe ich nichts mehr. Ich guck mal hier in die Kiste. Da habe ich sehr, sehr viel Stein. Also ich weiß nicht, aber so viel Stein sehe ich da jetzt nicht. Hallo, ich komme gleich wieder. Okay. Sneakt der bei dir auch die ganze Zeit? Ja, jetzt sneakt er nicht mehr. Der hat gerade die ganze Zeit. Ist einfach sneakig weggerannt, als ob er so auf die Toilette müsste. So, oh nein, Hilfe. Ich muss schnell pinkeln. Oh nein, was macht er da jetzt? Er geht zu seinem Baum. Ja. Ja. Ja, und jetzt geht er wieder runter. Hä? Innovativ? Mega. Aber er hat bestimmt irgendeine Mission. Er schreibt ein Schild. Oder er isst jetzt was. Ja, aber da hinten vor allem. Ich hab ein Haus, das nicht angemeldet ist. Stimmt, weil musst du das eigentlich machen beim Bürgermeister? Das kann man beim Bürgermeister machen oder beim Mo-Gaming. Du musst dich mein Rathaus anmelden, aber was ist das? Mein Gerichtsgebäude, stimmt, das ist es ja. Ja, eben, ne? Das Gebäude steht schon fast. Und dann melde ich es erst an, ja, ist ja hallo, perfekt. Hallo, erstmal melden. Ja. Das steht auch schon komplett. Ja. Das war's mit der jetzigen Folge und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüssi.